Was bedeutet aber der Vers? Je nachdem, wo man stehen bleibt, ergibt sich eine Bedeutung. Die Mufassirun erwähnen, dass dieser Vers eine von zwei Bedeutungen haben kann. Yani, wenn wir das wie folgt lesen: Innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Punkt. Ma bi sahibikum min jinnah. Das ist der restliche Teil. Also der Vers ist eigentlich nicht beendet, aber hier kommt ein Waqf. Und das ist eine ganz interessante Sache. Der Waqf, das heißt die Pausierung im Koran. Ihr kennt, manchmal sind Vorgaben in Bezug auf die Pausierung. Ne? Manchmal ist da so ein kleines Meme. Manchmal ist da ein Lam abgebildet. Also Lam Alif, La. Manchmal Sad Lam Ya, Qaf Lam Ya, Jim. Diese Awqaf, also das heißt diese Stoppstellen, haben unterschiedliche Bewertungen. An manchen Stellen wird vorgegeben, hier musst du halten. Dann hier darfst du nicht halten. Hier solltest du halten. Hier ist es gleichgültig und so weiter. Das ist nicht einfach so. Das hat immer mit den Bedeutungen zu tun. Das heißt, halte ich an dieser Stelle nicht, kommt es zu einer Bedeutungsveränderung. Halte ich an dieser Stelle, kommt es zu einer Bedeutungsveränderung. Das heißt, der Waqf ist auch mitentscheidend bei der Bedeutung des Verses, was er bedeutet. Na, ich gebe euch ein Beispiel. Bleiben wir einfach bei dem Vers, den wir hier haben. Der kann zwei Bedeutungen haben, je nachdem, wo ich stehen bleibe. Eben sind wir stehen geblieben bei dem Wort ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا, und wir bleiben hier stehen, und dann lesen wir weiter مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ. Dann bedeutet der Vers folgendes. Sprich, ich rate euch eines zu einem, dass ihr zu zweit oder einzeln nachsinnt. أَن تَقُومُ لِلَّهِ. Für Allah euch hinstellt und nachsinnt. Punkt. Nachsinnt, yani, über was? Wurde hier nicht genannt. Und wenn der, yani, das Objekt in einem Satz nicht genannt wird, dann das wird absichtlich so gemacht, um das so weit wie möglich offen zu halten. Yani, alles, worüber du nachdenken kannst, nachsinnen kannst, denk darüber nach. Über die Einheit Allahs, über seine Allmacht, über die Auferstehung, über dein Lebenslauf, wie sich dein Leben wendet, über die Vergänglichkeit des diesseitigen Lebens, über die Umstände, die dir im Leben sozusagen, die dich im Leben beeinflussen können, über alles Mögliche. Und dann beginnt ein neuer Vers, beziehungsweise ein neuer Satz. مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ. Euer Gefährte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist nicht besessen. Er ist nicht besessen. Also das, was er euch sagt, ist nicht die Folge von Besessenheit. Man könnte das auch so lesen, indem man einfach das Ganze verbindet, ohne den Waqf, ohne die Pausierung. Dann würden wir lesen, إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. Das heißt, es ist eine ganz andere Bedeutung. Jetzt bedeutet es, sprich, ich empfehle euch oder ich rate euch dringlichst, für Allah nachzudenken, zu zweit oder alleine, dass euer Gefährte nicht besessen ist. Also ihr denkt darüber nach, tauscht euch aus miteinander, ihr kennt ja Muhammad. Ihr kennt ihn, ja? Tauscht euch miteinander aus. Tauscht eure Gedanken aus und dann werdet ihr zu dem Entschluss kommen, dass er nicht besessen ist. Dass er bei voller Vernunft und Verstand ist, bei dem, was er sagt. Tamam? Das sind also die zwei verschiedenen Bedeutungen.